Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sons of the Forest. Einer weiteren Aufnahmesession natürlich auch. Virginia ist am Updancen. Läuft. Alles klar. Ich muss mich kurz mal orientieren, was hier Phase ist. Haha, ja, schön. Und zwar, ich würde sagen, wir schlafen erstmal eine Runde, wobei... Schon schön. Schon sehr schön. So, warte mal. Lass doch noch mal kurz gucken, was haben wir denn das letzte Mal so Schönes gemacht? Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir Dinge doppelt gemacht haben. Das ist schief. Oh Gott. Okay, wir wollen weitermachen beim Turm. Das ist, glaube ich, so jetzt mal so auf der To-Do-Liste drauf. Und zwar bei einem der zwei Türme. Der eine Turm ist fertig. Ich nenne es mal fertig. Fertig ist ja relativ hier in diesem Let's Play, ne? Wer wird hier schon fertig? Ich meine, oh Gott. Ist das Fenster im Weg? Wir werden es sehen. Ich glaube nicht. Nee, passt. Also, wir werden weiter Steine kloppen. Wie ist denn das jetzt eigentlich gerade mit den Steinen aktuell? Kelvin? Kelvin? Hast du eventuell Lust? Nein, halt. Nein, du brauchst jetzt nicht wegrennen. Nimmst du den Stein und... Kelvin? Kelvin? Wo geht der hin? Okay. Kelvin, pass mal auf. Komm mal her. Du könntest mal bitte Felsbrocken holen und von mir aus alle Behälter füllen. Das wäre total toll. Ich bin durstig. Apropos. Ich habe meinen Tee nicht vorbereitet. Oh. Virginia, das ist ganz zauberhaft von dir. Ich bin jetzt schon nach circa 3 Minuten positiv von dir. Ich wollte gerade überrascht sagen, überzeugt, wie auch immer. Also, Steine. Gucken wir uns das ganze Elend doch mal an. Oh ja, stimmt, wir haben ja auch die Dachzinnen schon gemacht. Das ist ja... Sind ja fast fertig. Die ist ja fast fertig. Ja gut, okay. Wie sieht's hier aus? Das habe ich aber nicht gebaut. Naja, er hat auch schon bessere Tage erlebt, würde ich sagen. Heute ist für ihn kein guter. Ist das über Nacht passiert, oder? Wann ist das passiert? Mann. Okay, das haben wir erledigt. Steine. Wo brauchen wir Steine? Wir brauchen Steine. Ich bin gerade am Überlegen. Brauchen wir die Seile hier noch? Brauchen wir an der Stelle Steine? Irgendwie schon. Ich habe keinen Bock, von da hinten die Steine hierher zu tragen. Nun, was denn, Virginia? Gibt's was? Gut. Okay, Steine. Wie packe ich das nochmal weg? So. Ah, Steine, alles klar. Wie macht was Sinn? Das ist jetzt gerade die große Preisfrage. Wie macht was Sinn? Soll ich die Steingeschichten nochmal irgendwie umbauen in die Richtung? Ja, Hauptsache Virginia hat Spaß. Das ist das Wichtigste.
Brauchen wir oben. Oben brauchen wir auch nochmal Steine. Das heißt, das brauche ich auch. Das auch und das, ich bin mir nicht sicher. So, Steine. Ich bin... Weiß ich nicht. Ich bin gerade am Überlegen, die hier hinzupacken und dann von da nach da zu tragen. Ich glaube, so viel Zeitersparnis ist hier auch nicht drin, ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und dann gucken wir mal, was passiert. So. Ja, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Wir müssen uns ja auch noch irgendwie hier dann ein Gerüst bauen, ne? In naher Zukunft. Naja, nun. Okay, hier ist alles safe. Ich bin von dem Weg gerade nicht überzeugt. Wir werden hier mit Sicherheit noch ein paar hundert Steine brauchen. Und demzufolge, ich glaube, dass es besser ist, hier nochmal ein Steinlager hinzubauen. Oder 12. Ne? Was meinst du dazu? Ist dir egal, ne? Glaube ich sogar. Wenn ich hier jetzt ein Steinlager hinbaue, dann habe ich gleich ein Problem, wenn ich hier ein Gerüst hinbauen muss. Es ist alles schlimm. Es ist egal, wie ich es mache, es ist schlimm. Also einfach anfangen. Einfach mal loslegen. Ne? Gut. Ich würde mir tatsächlich wünschen, wie im ersten Teil, dass man hier so Baupläne hinstellen könnte von der Wand, die ein gewisser Herr Kelvin dann fertig baut. Am besten, wenn wir unterwegs sind. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Aber ich glaube, das wird nicht passieren in naher Zukunft. Weil dann könnte hier nämlich gebaut werden. Und wir könnten parallel unterwegs Abenteuer erleben. So. Ich bin auch gerade überlegen, gleich irgendwo hin. Ich glaube, ich wollte sowieso irgendwo hin, ne? Das hat ja das letzte Mal nicht so ganz gut, also ganz so gut funktioniert. Naja. Schauen wir mal, was hier heute so passiert. So. Oh Gott. Es wird dauern. Leute, es wird dauern. Da machst du nichts. Ich werde das gleich noch optimieren. Ich mache mir gerade parallel Gedanken, wie ich das hier optimieren kann. Ob ich hier irgendwo steinlagertechnisch noch was mache. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ich weiß es doch auch nicht. Ich bräuchte so eine automatisierte Steinmine. Das wäre das Beste. Haben wir aber nicht. Wir sind ja nicht bei Wünsch dir was. Es ist ja ohnehin so, wenn ich diese beiden Wände hier jetzt fertig habe, dann muss ich eh erstmal mit dem Gerüst anfangen. In der Zwischenzeit wird Kelvin die hier weiter Steine sammeln, die Lager voll machen. Na, es ist alles noch nicht, es ist noch nicht so optimal hier alles. Ich glaube, ich werde erstmal... Ich werde erstmal gleich das Gerüst bauen und dann die Steinlager. Ja, und dann weiß ich auch, wo ich die hinbauen kann, ohne dass sie mir gleich im Weg liegen. Das ist eine gute Idee, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. So. Ja, gleich geschafft. Nun, Virginia könnte sich ja eigentlich beim Steinabbau auch mal nützlich machen, ne? Aber irgendwie... Irgendwie passiert das nicht. Aber vielleicht ein paar Fische oder so. Was hältst du denn davon? Fische wären doch super. Fische wären super toll. Bam, 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 bam. Kelvin? Schneller. Nee, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich den motiviert bekomme, mal ein bisschen schneller zu arbeiten.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich gar nicht. Das ist schon, impressive. Ja, das habe ich hier gesehen. Ich habe hier Wasser gesehen. So, noch mal kurz was essen hier. Noch mal so ein bisschen Gammelfleisch von alleine holen. So, nicht wundern, wenn ich mich so ein bisschen... Der ist voll. Jetzt nicht mehr. Er hasst mich. Ich weiß es ganz genau. Nicht wundern, wenn ich euch so ein bisschen ins Mikro rotze. Ich glaube, ich habe so ein bisschen... Ja, habe ich mir einen weggeholt. So. Aber so ist das manchmal. Liegt aber auch am Wetter. Ich meine, guck's dir an, ne? Es sieht warm aus, ist es aber nicht. Ist es ganz und gar nicht. Es sind wahrscheinlich so 14, 15 Grad sind hier gerade, ne? Und bin ich am Hin- und Herrennen und am Schwitzen und dann bin ich nass von innen und dann, klar, holt man sich einen weg, ne? Ist ja logisch. Die Verpflegung hier ist auch nicht so geil. Naja, machst du nichts. Die Mitarbeiter sind hier die ganze Zeit nur am Abfeiern. So, dann haben wir gleich eine Wand. Dann fällen wir hier noch ein paar Bäumchen. Irgendwann, wenn ich mich nachts zu Bett lege, wird Kelvin ankommen. Und wird mir einen Stock, nein, mit einem Felsbrocken den Schädel einschlagen. Irgendwann wird das passieren. Ich bin mir ganz sicher. Ja, toll. Die Kaputten sind wieder da. Ihr könnt vielleicht auch mal mit anpacken. Kriege ich euch irgendwie motiviert, Steine zu schleppen? Ja, Kelvin. Das sind deine neuen Mitarbeiter. Die habe ich eingestellt. Mal gucken, wie sie sich machen. Wahrscheinlich nicht so gut. Verstehen mich nicht. So. Mal schauen, die spielen nur. Die sind hier nur am Spielen, ne? Ja, ich weiß. Ihr seid hier nur am Spielen. Alles gut. Na. Virginia beschützt mich, da bin ich mir ganz sicher. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Sie rennt mir hinterher wie ein treues Rehkitz mit der Schrotflinte in Anschlag. Da fühle ich mich sicher. Alles klar bei dir? Wow. Virginia bereitet mir halt immer wieder Spaß und sie hat sich ihre eigene Bühne geschaffen und macht halt ihr Ding. Ich feiere das. So, ganz kurz mal. Ah. Moment. Oh Gott, ich habe gedacht, ich habe gerade meine Aufnahme beendet. Ich hoffe nicht. Moment, Moment, Moment. Oh Gott. Husten, niesen gleichzeitig, ganz ehrlich. Es ist kein Geschenk für den Körper. Der ist dafür nicht gemacht. Der ist dafür wirklich nicht gemacht. Ach Gott, du kannst nicht aus einem Mundloch, Nase husten und niesen gleichzeitig. Das geht nicht, das macht keinen Spaß. Warum? Ich hab... Aber Virginia, was habe ich dir getan? Ich glaube, ich habe sie ignoriert. Sie hat so schön getanzt für uns und ich habe einfach keinen Beifall gegeben. Ich habe es mir nicht angeguckt und ich glaube, da wird sie wütend. Verständlich, aber ist es nicht ein bisschen übertrieben, gleich in meine Richtung zu schießen, nur weil ich dir nicht applaudiert habe, Virginia?
Auf einmal fühle ich mich doch nicht mehr so sicher. Die beiden, die werden sich nachts wahrscheinlich zusammenschließen und werden mich umbringen. Ich kann es hier nicht mal verübeln. So. Guck mal, wir kommen doch gut voran hier. Wir kommen doch gut voran. Wunderbarst. Ich glaube, die Zeitersparnis ist nicht da. Wenn ich jetzt die Steine da hin und dann, ne, dann fallen die sowieso zur Hälfte auf den Rasen. Kelvin holt sie, packt sie wieder hier hin. Ich fix sie wieder nach drüben. Es ist ein ewiger Kreislauf. Ja, 4, 5 Steine noch. Dann hat sich das. Wird schon wieder knapp hier. Ja. Wir haben es gleich. Ich brauche zwar keine 3, aber ich nehme trotzdem 3 mit. Ne? So. Okay, ich gehe nochmal kurz nach innen. Ja, jetzt wird's gleich schon wieder. Ach hier. Ach, guck mal. Naja, klar. So, jetzt wird's gleich interessant. Baue ich von innen? Baue ich von außen weiter? Wie haben wir das da gemacht? Ich glaube, da habe ich von außen ein Gerüst gemacht, ne? Aber das war nicht besonders clever, wenn ich mich dunkel zurückerinnere. Es ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube, das Beste wird sein... Haben wir noch einen Baumstamm? Ich glaube, das Beste wird sein, hier innen drin... komme ich doch wieder nicht hoch. Nee, ist es nicht das Beste. Ich hielt es für das Beste, ist es aber nicht. Danke. Dankeschön. Warte. Lass mich kurz taktisch nachdenken, wie ich das hier am... blödesten mache. Den kriege ich hier auch nicht hin, ne? Nee. Oh, aber hier. Ich habe es doch gerade gesehen. Nee, das ist keine gute Idee. Wie mache ich denn jetzt am besten hier das Gerüst? Warte, wenn ich... Lass dich nicht beirren, Virginia. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut geht. Habe ich diese ganzen halben Geschichten eigentlich alle schon weggeschmissen? Oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Naja, nun. Nee, das brauche ich nicht. Ich nehme mal das hier. So. Huch, einmal kurz vorbeigehauen. Timber! So. kann ich? Ah. Ja, nun. Pass auf. Mache ich den noch hier hin. Und wenn... Dann habe ich jetzt den Stein genommen. Super. Und wenn alles gut läuft, dann kann ich den jetzt hier hin machen und kann hier hochlaufen, ne? Und kann hier weiter Steine legen. Ja, das ist glaube ich, eine gute Idee. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich save die mir mal kurz. So, weg da. Hier war noch einer. Weiß ich ganz genau. So. Das
bitte einmal wegpacken. Danke. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen das, wir machen das, wir machen das so. Also, Lager, Stein, Stock, Stamm, großes Stammlager, brauche ich aber nicht. Ich hätte gern ein großes Steinlager. Das ist das, was ich ganz gerne hätte. Ein bisschen gerade vielleicht auch. Wenn ich hier das an dem Baum mache, fällt das dann hier rein oder nicht? Man weiß es nicht. Man weiß es auch einfach nicht. Deswegen packe ich hier auch nochmal einen hin. Ein bisschen hier. Ja. So. Stöcker. 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 So. Und wenn ich jetzt den hier nehme, Vorsicht Virginia, und den hier, ich mache das mal nicht so hoch, dann fliegt es vielleicht auch nicht so weit. Bin unsicher. Bin sehr unsicher. Und dann mache ich das, geht das hier hin? Ne, es ist ja nicht so eine gute Idee. Hierhin? Naja. Nein, das geht nicht. Kann ich so cheaten? Nun. Kelvin, was meinst du? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Oh Gott. Das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Ja, das könnte so funktionieren. Das könnte so funktionieren. Ach so. Ah ja, warte mal. Ich muss ja eigentlich hier erst, ne? Aber wie komme ich denn dann da drüben dran? Hab's gleich. Pack den Stock weg. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, wenn ich dann noch mal zwei Baumstämme nehme. Die kriege ich gerade nicht verbunden, aber ich kann den nach da machen. Ich kann den nach da machen. Geh mal weg. Und ich kann mir den nehmen. Und den... Ist das eine gute Idee? Warte mal, warte mal, warte mal. Und schon habe ich keine Baumstämme mehr. Aber ich kann den hier nehmen, brauche ich sowieso nicht. Glaube ich. Ja. Und dann packen wir den noch hier hin und dann müsste ich eigentlich einen ganz guten Weg hier rüber haben. Eventuell vielleicht. Ich überlege gerade, ob es sinnvoller ist. Kelvin? Kelvin? Danke. Folge mir mal bitte. Okay, komm mal mit. Könntest du hier diese Steinlager bitte befüllen? Das wäre ganz toll, wenn du das machst. Dann haben wir nicht so viel Stress, weißt du? Mal gucken, ob er das hinkriegt. Hier sind momentan drei drin. Ich hole schon mal die, die von dort sind. Weil ich kann die auch einfach hier... Weißt du was? Ich hab's ja nicht umsonst gebaut, ne?
So. Ja, sammelt sich. Ja, nun. So, so und so. Nee, das ist die falsche. Ich kann sie aber auch noch nicht abbauen. Also ich kann schon, aber ich brauche sie halt auch nochmal. Die Leine. So. So. Und so. Himmel! Hilf! Hab ich Ruhe! Alter Schwede, habe ich mich gerade verjagt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin zu alt für die Scheiße. Hör doch auf damit. Hör doch. Oh, schön. Hör doch auf damit. Oh. Boah. Leckt mich in den Sack, ne? So. Na, ich geh mal nach unten. Ja, es ist mit Sicherheit eine gute Idee. Ha! Sehr schreckhaft heute. Wo seid ihr denn? Da. Kann ich euch durch die Wand? Ich meine, wenn ihr durch die Wand, dann können wir auch durch die Wand, oder? Na gut, brauche ich nicht mehr. Noch einer ohne Fahrschein? Ich nehme mir schon mal, was mir gehört, ne? Das ist jetzt eine neue Wanddeko. Das macht man heutzutage so. Ich weiß, in Augen. Ja, nun. Haben wir es? Haben wir es überlebt? Bin mir nicht sicher. So. Macht das alles Sinn, was ich gedacht habe? Nein, macht es nicht. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Holz, weil ich dann besser laufen kann. Hier rüber. So. Achso, hier den noch voll machen, ja. Ich brauche mehr Holz, weil ich nicht laufen kann. Machen wir mal so, dann fällt es hoffentlich direkt in den Wagen rein. Kevin? Gut. Nicht, dass er wieder blutend am Boden liegt, das wollen wir ja nicht. Na komm jetzt, Fall. Ja, mein Plan ging nicht auf. Warum auch? Mach mal so. Mach mal so. Ja. Nehme ich die beiden auch noch, bevor sie wegrollen. Dann mache ich mir hier einen ganz angenehmen Boden. Guck mal. Ah, das muss reichen. So, den und den. Gut. Ja, das weiß ich noch nicht, ob das so gut ist. So. Ich glaube, so können wir arbeiten. Das geht ganz gut. Virginia, bitte nicht hier in der Baustelle rumstehen. Du hast keine Sicherheitsausstattung.
Weder Sicherheitsschuhe, noch ein Helm, noch eine Warnweste, du hast nichts. Und das möchte ich nicht. Ich bin um dein Wohl bin ich besorgt. Und da kann es nicht sein, dass du hier auf der Baustelle rumtanzt. Fräulein! Mann. Oh, ich gucke schon wieder auf die Uhr und denke mir, jo, es ist wieder soweit. Ja, du, es ist nicht so viel passiert in der Folge, aber wir kommen voran. Es sind nur noch Summe X Etagen, man füge hier eine Zahl ein. Und dann haben wir den Turm auch fertig und dann gucken wir mal weiter. Wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Lasst auch mal ganz gerne mal Kommentare da, was wir hier noch so Schönes machen könnten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.